In diesem Video erkläre ich dir, mit welchen Szenarien ich in den nächsten Monaten an den Aktienmärkten rechne. Speziell gehe ich darauf ein, wieso ich damit rechne, dass die Inflation weit ansteigen wird und wie sich das Ganze auf den Gold- und den Silberpreis auswirken wird. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib unbedingt dran. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Um gegen die immer stärker werdende Inflation anzukämpfen, hat die amerikanische Notenbank Fed bereits mehrfach die Zinsen angehoben. Die Reaktion an den Aktienmärkten ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktienmärkte weltweit legten den Rückwärtsgang ein. Alle großen Indizes kamen von ihren Hochs zurück. Besonders die zuvor gehypten Technologieaktien verloren stark an Wert. Das Prekäre an dieser Situation ist aber, dass die Europäische Zentralbank bisher keine Zinsanhebung vorgenommen hat. Es wurde zwar bisher eine Zinsanhebung angekündigt, aber bisher ist noch nichts passiert. Was aber passiert ist, ist, dass die europäischen Aktienmärkte ebenfalls stark an Wert verloren haben. Dazu reichten bereits die Zinsanhebung in den USA und die Ankündigung einer Zinsanhebung seitens der EZB. Sollten in Zukunft weitere Anhebungen durchgeführt werden, wird das die Aktienmärkte stark belasten. Ein Auslösen eines Aktiencrash scheint nicht unmöglich. Besonders dann nicht, wenn wir im Seasonal Chart noch die schwächste Phase des Jahres vor uns haben. Sehr wahrscheinlich wird dann folgendes Szenario. Bei weiter fallenden Aktienkursen wird die Fed umdenken müssen und ein Absenken der Zinsen wird sehr wahrscheinlich werden. Und zwar noch in diesem Jahr. Sollte dieser Schritt erfolgen, dann wäre das vermutlich der Startschuss für die Edelmetalle wie Gold und Silber. In dem Moment, wo die Märkte stark fallen, und davon gehe ich auch aus, werden die Notenbanken eingreifen, um die Märkte zu stützen. Es erfolgt eine Kehrtwende und die Zinsen werden wieder fallen. Ich bin mir sicher, dass die Inflation bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingedämpft sein wird. Die Zinssätze müssten bis in den zweistelligen Bereich angehoben werden. So wie es bereits in den 80er Jahren gemacht wurde. Nur so könnten die Notenbanken effektiv die Inflation bekämpfen. Das wahrscheinlichste Szenario besteht darin, dass die Notenbanken die Inflationsbekämpfung aufgeben werden. Der Goldpreis hat sich dieses Jahr stärker gezeigt als der Preis von Silber. Das liegt sicherlich daran, dass Silber nicht so stark wie Gold als sicherer Hafen angesehen wird. Auch preisen viele Investoren eine Rezession ein, und da Silber ein stark industriell genutztes Edelmetall ist, wäre ein wirtschaftlicher Rückgang auch schlecht für das Silber. Das liegt dann einfach an der sinkenden Nachfrage nach Silber in schwächeren wirtschaftlichen Zeiten. Die gleiche industrielle Komponente, die momentan Silber belaste, könnte im nächsten Jahr der große Antriebsmotor für den Silberpreis werden. Das liegt daran, dass Silber ein starkes Defizit bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen, von Batterien, Solarzellen und Röntgenstrahlen haben wird. Im Jahr 2022 werden die Minenbetreiber ca. 850 Millionen Unzen fördern. Der Silberverbrauch wird im Jahr 2022 voraussichtlich zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Unzen liegen. Wenn man nur von dem kleineren Wert von 1,1 Milliarden Unzen ausgeht, dann entsteht ein Defizit von 250 Millionen Unzen. Wenn die obere Verbrauchsgrenze erreicht werden sollte, dann hätten wir sogar ein Defizit von 550 Millionen Unzen. Solche Defizite werden sich früher oder später auf den Preis auswirken. Wenn man sich das kurzfristige Bild bei den Edelmetallen näher betrachtet, dann erkennt man eine interessante Situation. Wenn man sich dazu die aktuellen Terminmarktdaten betrachtet, dann zeigen mir diese, dass wir eventuell die Tiefs bei den Edelmetallen gesehen haben. Wie ich darauf komme, das zeige ich euch jetzt. Dazu werfe ich einen Blick auf den COT-Index. Der COT-Index wird einmal wöchentlich veröffentlicht und dieser wird von einigen Tradern stark beachtet. Andere wiederum betrachten den COT-Index so gut wie gar nicht. Ich denke, das goldene Mittelmaß ist da irgendwo genau das richtige Vorgehen. Man sollte den COT-Index nicht als heiligen Gral sehen, aber man sollte den Index auch nicht außen vor lassen. Schließlich ermöglicht uns der Index einen Einblick auf das, was die Insider machen. Der COT-Index ist nicht dazu geeignet, einen Einstieg zu timen, aber der Index gibt uns einen guten Einblick, in welcher Börsenphase wir uns aktuell befinden. Die Daten aus dem COT-Index zeigen uns, wie sich die jeweiligen Anlegergruppen positioniert haben. Es gibt drei verschiedene Anlegergruppen. Zu einem sind das die großen Spekulanten, wie zum Beispiel Hedgefonds. Die zweite Gruppe sind kleine Spekulanten. Und die dritte Gruppe, das ist für uns die wichtigste Gruppe, das sind die Commercials. Hinter dieser Gruppe verbergen sich die Insider aus dem jeweiligen Segment. Als gutes Beispiel kann man im Kaffeesegment die Firma Starbucks nennen. Solch ein großes Unternehmen weiß in der Regel immer, ob der Preis von Kaffee aktuell günstig oder teuer ist. Denn Starbucks bekommt genug Insider-Informationen direkt von den Kaffeeplantagen auf dieser Welt. Der COT-Index zeigt mir zum Beispiel, wann die Commercials von steigenden Goldnotierungen ausgehen. Aktuell ist der Wert bei 97. Bei Notierungen über 90 gehen die Commercials von steigenden Kursen aus. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Vergangenheit.
Im Februar 2021 erreichte der Index die 100er Marke. Der Goldpreis bildete daraufhin eine Woche später sein Tief aus, um dann nach oben durchzustarten. Das nächste Signal war bereits im Mai und auch da ging es über Wochen aufwärts mit dem Goldpreis. Im Juni 2021 gab es wieder ein Signal, nachdem der Wert über die 90er Marke sprang. Wir sahen danach zwar keine Rallye, aber trotzdem über mehrere Wochen steigende Goldkurse. Im August das gleiche Bild und wieder vier Wochen lang steigende Kurse. Im September hätte das Signal wieder erfolgreich genutzt werden können. Im Februar 2020 war der COT-Index-Wert nur auf 89. Aber auch da sahen wir danach starke Notierungen von Gold. Seit dem Mai diesen Jahres zeigt uns der Index wieder einen Wert von über 90 an. Wenn wir uns nun den Chart von Gold ansehen, dann sieht man ganz gut im Wochenchart, dass das Edelmetall ein Doppeltief ausgebildet hat. Das zweite Tief ist ein wenig tiefer wie das erste. Das bedeutet, dass große Marktteilnehmer Stops, die unter dem ersten Tief lagen, abgefischt haben, um günstig in den Markt zu kommen. Von der charttechnischen Seite her ist das ein typisches Umkehrsignal nach oben. Von nun ab hat das Gold sehr gute Chancen, nach oben zu laufen. Man kann nicht ganz ausschließen, dass der Goldpreis weiter fällt, daher sollte man natürlich auch immer mit einem Stop agieren. Aber die Chancen für einen steigenden Goldpreis sind aktuell sehr gut. Was wir nun benötigen, ist eine Kaufbestätigung. Diese wäre erfüllt, wenn der Goldpreis über das Zwischenhoch von 1879 US-Dollar steigt. Werfen wir auch mal einen Blick auf Silber. Der Wert des COT-Index steht bei 100. Das hatte bei Silber in der Vergangenheit aber wenig Aussagekraft. Ich könnte mir dennoch auch ein Szenario vorstellen, wie wir es beim Corona-Crash gesehen haben. Da war auch der COT-Index an der 100er Marke und Silber fiel mit dem Gesamtmarkt stark nach unten, bevor es dann in eine Rallye-Bewegung überging. Aus charttechnischer Sicht war es sehr wichtig, dass Silber das wichtige Unterstützungslevel bei 19,61 Dollar halten konnte. Auch wenn der Preis kurz darunter gefallen ist. Die aktuelle Marke spielt nun eine sehr wichtige Rolle beim Silber. Sollte diese Unterstützung nachhaltig nach unten durchgebrochen werden, werden wir noch viel tiefere Kurse im Silber sehen. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ich rechne von nun an fest mit einem steigenden Silberkurs. Unterstützung findet Silber aus dem Stochastik. Der Stochastik-Indikator befindet sich im Monatschart im überverkauften Bereich. Das gleiche Bild sehen wir auch im Wochenchart. Auch dort deutet der Stochastik eine Trendwende nach oben an. Und um das Ganze zu komplettieren, sieht man auch das gleiche Bild im Tageschart. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Wenn dich weiterhin Themen rund um das Trading, über die Edelmetalle oder über die Wirtschaft im Allgemeinen interessieren, dann schau dir doch im Trader-Kanal direkt das nächste Video an. Ich bedanke mich fürs Anschauen des Videos, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.